Die 5 Bs. Ein beliebtes Katechismusthema. Eines dieser Bs bedeutet bessern. Deswegen auch dieser Vortrag, den ich an sich erst heute Nachmittag halten wollte, schon vor der Beichte, weil der Entschluss, der feste Entschluss, die Entschlossenheit, die Determination, sich zu bessern, ist Vorbedingung für die Beichte. Wenn es zur Beichte kommt, sind wir alle im gleichen Boot, befinden uns alle in der gleichen Situation. Es gibt keinen Neid, keine Überlegenheit. Wir alle stehen in einer Arena mit einer Tierhatz. Jeder hat seinen Löwen, seinen Leoparden, seinen Stier gegenüber sich. Er achtet ausnahmsweise mal nicht auf den anderen, sondern er hat nur einen Kampf. Es geht darum, diese außergewöhnliche Gnade einer geistigen Stille, einer geistigen Ruhe auszunutzen, um Entschlüsse zu fassen, die man bei der Gewohnheitsbeichte nicht fasst. Nämlich sich an einem ganz bestimmten Punkt von nun ab treu zu verhalten. Das heißt so schön beim Propheten Jesajas: Er weckt mich jeden Morgen. Er weckt mir das Ohr, damit ich wie ein gelehriger Schüler höre. Von jetzt ab wollen wir jeden Morgen unser Ohr öffnen, wie ein gelehriger Schüler hören. Das ist Jesajas 50, 4. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre gleich einem gelehrigen Schüler. Vor uns steht also diese Gussform, in die wir uns bei einer Weihe an Maria hineingießen, hineinschmiegen wollen. Die Virgo Fidelis, die ganz getreue Jungfrau. Und ihr wollen wir ähnlich werden. Die Kirchenväter, vor allen Dingen der heilige Ambrosius, hat eine Vorliebe für die, was er nennt, die Eile, die jungfräuliche Eile der Gottesmutter. In seinen Evangelienkommentaren weist er immer wieder darauf hin, dass die Jungfrau Maria spontan, sofort, jungfräulich frisch, ohne zu zögern, sofort bereit war zu antworten. Ob das nun beim Erzengel Gabriel war, oder dann beim Besuch der Base Elibel, wo sie eilt über das Gebirge. Und da weist er darauf hin, dass das die jungfräuliche Treue, die sofortige Bereitschaft einer Magd ist. Er vergleicht dann die Jungfrau Maria mit den Mägden in den Psalmen. So wie die Augen eines Dieners immer da auf die Hände des Meisters schauen, auf jeden Wink, oder wie die Augen einer Dienerin, einer Magd, gerichtet sind auf die kleinste Geste der Herrin, so waren die Augen der treuen Jungfrau gerichtet auf den Heiligen Geist. Auch interessant sicherlich, niemand weiß, wann der Sturm kommt. Es ist schon 70 Jahre Stille in Deutschland. Seit 70 Jahren gibt es in Deutschland, in der Nachkriegszeit gab es
massenweise Vergewaltigungen, permanenten chronischen Hunger, das Elend der Trümmerfrauen, Kriegszustand. Das ist 70 Jahre her. Und die Gefahr besteht, wie bei der dezischen Verfolgung, das war eine Verfolgung um das Jahr 250, da hatten die Christen 40 Jahre Ruhe. Von Severus an, von 211 an, keine Christenverfolgung. 40 Jahre Friede. Und es heißt, nach Schätzung der Historiker, dass weit mehr als die Hälfte der Christen treulos waren. Die Lapsi, die Zahl der Libellatici oder der Lapsi war horrend. Sie waren nicht treu im Großen, weil sie nicht treu waren im Kleinen. Melanie von Lassalette, in einem ihrer Briefe an Abbé Combes, sieht voraus, das was auch ein Pius X. Vorausgesehen hat, die Schlechterei, das Abschlachten von Priestern. Und sie sagt, die meisten starben nicht als Märtyrer. Sie ist nicht unfehlbar, aber es ist zu befürchten, dass bei den kommenden Stürmen viele treulose Katholiken treulos werden. Wer in kleinen Dingen treu ist, da ist es bei Lukas 16, 10. Wer in kleinen Dingen treu ist, ist auch in großen treu. Und dann heißt es auch, wer in kleinen Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in großen. Wir Priester, die wir Minister des Herrn sind, auch für uns gilt, dass man von uns gerade nur verlangt, dass wir treu sind. Nicht mehr und nicht weniger. So heißt es im 1. Korintherbrief im 4. Kapitel. Warum ist das für uns so wichtig? Wir handeln mit einer lebendigen Person. Der Heilige Geist ist nicht eine anonyme Kraft. Der Heilige Geist ist eine empfindsam regierende göttliche Person. Es heißt zum Beispiel in Jesajas 63, 10, dass die Israeliten sich gegen den Heiligen Geist auflehnten und ihn betrübten. Im Neuen Testament wird das aufgenommen vom heiligen Paulus, Epheser 4, 30. Betrübet doch nicht den Heiligen Geist. Ich habe mich einmal gestritten, ja, wirklich gestritten, theologisch meine ich, gestritten, mit einem Mitbruder, ein überzeugter Thomist, ich bin eher ein Skotist, ein überzeugter Thomist, der mir sagte, das sei nicht wörtlich zu verstehen. Wir können den Heiligen Geist nicht betrüben. Aber steht hier einfach in Ephesus 4,30, betrübet nicht den Heiligen Geist. Wie das jetzt zu verstehen ist, er zieht sich sonst zurück, wenn man nicht treu ist. Das heißt auch, man kann den Heiligen Geist auslöschen. Man kann dem Heiligen Geist widerstehen. Wie es die Halsstarrigen bei Stephanus getan haben. Ihr Halsstarrigen, ihr unbeschnitten an Herz und Ohren, ihr widersteht immer dem Heiligen Geist. Es gibt einige Feuerseelen unter uns. Ich schaue jetzt niemanden an. Es gibt einige so heißblütige Elias-Typen, oder? Die also, die fähig sind, Feuer vom Himmel fallen zu lassen, die fähig sind, aufzuräumen unter den Baals- und Astartenpriestern, ohne Probleme. Das ist etwas Großes. Aber die dann vor dem Zorn einer Frau
davonlaufen. Das hat Elias getan. Elias hat es mit der Angst zu tun bekommen, als Jezabel, dieses Monster, ihn töten wollte. Und er packt seine 7 Sachen und läuft ungefähr 200 Kilometer vom Berge Karmel bis an die Südspitze nach Beersheba, total kaputt, und beklagt sich dann auf dem Berg Horeb beim Herrn, dass er ganz alleine ist. Und dann kommt der Heilige Geist auf ihn zu. Ich lese sie Ihnen mal vor, das ist sehr schön. Jahwe sprach zu Elias: Geh jetzt hinaus und stell dich auf den Berg vor mich hin und pass auf, Jahwe wird an dir vorübergehen. Das ist 1. König 19. Da kam ein heftiger Sturm, der Felsen zerriss. Doch Jahwe war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, aber Jahwe war nicht im Beben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch Jahwe war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam der Ton eines dahinschwebenden Schweigens, eines leisen Säuselns. Da verhüllte Elias sein Angesicht. Und er fragte ihn: Gott, was machst du hier? Elias, was tust du hier? Du solltest gar nicht hier sein. Du hast noch Aufgaben zu tun. Du musst noch nach Damaskus, du musst noch den Jehu salben, du musst noch deinen Jünger, deinen Eliseus vorbereiten. Und so geht es auch oft uns, dass wir im Eifer des Gefechts am falschen Platz sind. Was machst du hier? Das ist nicht dein Platz. Weil wir nicht hören. Weil wir nicht hören. Wenn man das goldene Buch aufschlägt, ich habe gestern Abend mal die ersten 20 Seiten durchblättert noch einmal, um einmal zu schauen, wie oft der heilige Ludwig Maria die Jungfrau Maria treu nennt. Auf jeder Seite 2 bis 3 Mal. Einige kleine Zitate. Sie ist die getreue Braut. Sie ist die getreue Braut des Heiligen Geistes. Sie ist die treue und unzertrennliche Braut des Heiligen Geistes. Sie ist immer treu und immer fruchtbar. Weil sie treu ist, ist sie fruchtbar. Und dann sagt er, das ist das letzte Zitat vielleicht: Ich glaube, nicht, dass jemand zu einer innigen Vereinigung mit dem Heiland und zu einer vollkommenen Treue gegen den Heiligen Geist kommen kann, ohne die allerseligste Jungfrau Maria. Wir müssen hineingegossen werden in diese Form, in diese Gussform, damit wir unser untreues Wesen ablegen. Wir sind wie dieses Gleichnis da, ich weiß nicht, wo das steht. Ist das irgendwo aufgeschrieben? Ah ja, in Matthäus 21, 28. Da hat ein Mann 2 Söhne. Er sagt zu dem Älteren: Mein Sohn, geh doch heute zum Arbeiten in den Weinberg. Nein, ich gehe nicht. Ich will nicht. Deswegen ist ehrlich. Er will nicht. Aber nachher geht er doch. Und der andere, der zweite Sohn, dem gab der Vater denselben Auftrag. Ja, Vater, ich gehe sofort. Aber er ging nicht. Er ging nicht. Das sind wir. Wir kommen zu Exerzitien, wir gehen zur Beichte. Wir sagen immer ja, ja, wir wollen, aber wir tun es nicht. Wir tun es nicht. Wir wissen genau, wo es bei uns klemmt. Wir sind alt genug, wir wissen genau die wunden Punkte, wo wir durchgreifen müssten. Und bei Exerzitien wird es einem sogar ganz rationell klar. Da hast du deine Schwäche. Da musst du arbeiten gehen. Und wir sagen ja, ja bei der Beichte. Ich will mich bessern.
Aber wir bessern uns nicht. Wir bessern uns nicht. Das ist, du sagst, zuerst kommen noch die Dirnen und die Söllner, die gar nicht zu Exerzitien kommen. Die kommen eher manchmal in das Himmelreich als die Frommen, die sich nicht bessern. Das meine ich jetzt gerade, ja, gerade die großen Exerzitienprediger. Erlauben Sie mir einige Minuten, etwas Mühsames zu tun, nämlich Ihnen einige Passagen aus einem Buch vorzulesen. Das ist für Sie sehr mühsam, Sie haben den Text nicht vor Augen, ich hätte es auch ausdrucken können. Es geht um ein geistliches Buch von Louis Lallemand, La Doctrine Spirituelle, eines jesuitischen Novizenmeisters, der am Ende seines Lebens seine Erfahrungen mitteilt mit Priesterkandidaten. Oder mit, ja, meistens waren es Priesterkandidaten. In einem Kapitel, überschrieben mit Die Vollkommenheit, ja selbst das Heil, ist bedingt von der Lenksamkeit gegenüber der Gnade. Die Lenksamkeit. Da sagt er, es gibt zwei Funktionen des geistlichen Lebens, zwei verschiedene Aspekte des geistlichen Lebens. Die eine ist mehr eine aktive Seite, die wir tun müssen, und die andere ist eine empfangende Seite. Die erste, die aktive, ist die Reinigung des Herzens. Das zweite ist die Leitung des Heiligen Geistes. Und dann sagt er, nach dem Maß der Reinigung des Herzens und dem Verhältnis der Treue ist die Vollkommenheit. Je mehr sich einer innerlich reinigt und je mehr einer treu ist den Eingebungen, umso vollkommener ist er. Der Inbegriff des geistlichen Lebens, was ist, man spricht zu viel, was ist das geistliche Leben? Der Inbegriff des geistlichen Lebens besteht darin, die Bewegungen des Gottesgeistes in unserer Seele wahrzunehmen. Die Bewegungen des Gottesgeistes in unserer Seele wahrzunehmen und den Willen zur Befolgung zu festigen. Manche üben viele schöne Praktiken, zahlreiche äußere Tugendakte. Sie gehen ganz in der materiellen Tugendübung auf. Das ist gut für Anfänger. Vollkommener ist es, den inneren Lockungen des Heiligen Geistes zu folgen. Den inneren Lockungen des Heiligen Geistes zu folgen. Das hört sich etwas charismatisch an. Aber es ist doch eben so, dass unser persönliches, individuelles Leben sich nicht pressen lässt in ein stereotypes, rigides, abgedrucktes Programm von Vorsätzen. Das kann helfen für einen Anfänger. Aufstehen, dies, das tun, aber dann kommt doch das wirklich Zusammenleben mit Gott. Und das Zusammenleben mit Gott ist wie eine Ehe. Man hört auf die Lockungen des Geistes, auf der Stimme des Bräutigams.
Und dann gibt es eine, er sagt, dann gibt es eine Kollision, es gibt eine Konkurrenz, es gibt das, was wir wollen, unsere Vision, unsere Pläne, und dann sagt er, wenn wir jetzt diese Lockungen hören, müssen wir verzichten auf unsere Begierden und auf unsere persönliche Befriedigung. Da scheiden sich die Geister. Und das kann sehr subtil sein. Es kann jemand die besten Pläne haben der Welteroberung, aber wenn das kollidiert mit Lockungen des Heiligen Geistes, da scheiden sich oft die Geister. Seine 40-jährige Erfahrung als, nein, nicht 40, aber 30-jährige Erfahrung als Novizenmeister, sagt er, wenige gelangen zu den Gnaden, die Gott ihnen zugedacht. Noch weniger gelangen dahin, die einmal verlorenen Gnaden nachträglich doch noch zurückzugewinnen. Ja. Dann sagen Sie, er geht auch auf den Einwand ein, ja, ich höre die Stimme des Heiligen Geistes nicht, ich höre dieses leise Säuseln nicht. Das ist mir zu diffus, zu schwammig, das hört sich so schwärmerisch an. Schwärmerisch, ja. Da sagt er, ja gut, wenn wir beginnen, die Wege Gottes zu wandeln, dann ist zuerst anfänglich Dunkelheit. Aber falls wir treu sind, gelangen wir unfehlbar zu einem großen Licht. Gut. Dann nicht sehen. Das sind also der Aktienkurs der heutigen Frankfurter Börse. Nein, das ist ein kleines Graffiti, wie unser geistliches Leben verläuft. Meistens. Wir fassen einen Entschluss, wir sinken wieder zurück. Wir fassen bei der Beichte einen Entschluss und sinken wieder zurück. Manchmal sinken wir auch unter den vorherigen. Und er sagt ja, der Louis Lannon, wir wollen an einem einzigen Tag die Spitze erreichen und werden mutlos, dass wir immer wieder in einen Creux, in eine Senke fallen. Er sagt, das ist normal. Wir werden nicht an einem Tag den Berg Karmel geradlinig erklimmen. Nein, wir werden jedes Mal bei einer Beichte etwas höher kommen. Und dann wieder etwas zurücksacken. Viele wollen an einem Tage Heilige werden und haben nicht die Ausdauer, den gewöhnlichen Lauf der Gnade zu erharren. Jetzt wird er wieder ins Eingemachte. Also, wir sind ja grundsätzlich alle bereit, zu lauschen, zu hören, unser Ohr zu öffnen, unsere Augen auf die Hände des Herrn zu richten. Aber jetzt kommt es. Wie viele Pläne und Wünsche sind den Gnadenregungen nicht untergeordnet? Kommt gar nicht in Frage. Es wird gar nicht erwogen, dass Gott eventuell das von mir verlangen könnte. Das ist out of question. Es ist gar nicht im Horizont drin. Dass ich zum Beispiel das tun müsste, kommt dir gar nicht in Frage. Viele Pläne und Wünsche, die den Gnadenregungen nicht untergeordnet sind. Wie viele unnütze Gedanken,
abgesehen von der Bitterkeit und Ressentiments. Das alles hemmt weit mehr, als man gemeinhin denkt, den Durchbruch des Gottesreiches in uns. Das Schlimmste an uns ist die Opposition, in die wir uns gegen Gottes Absichten verschanzen. Kennen Sie die Passage Anfang des 40. Kapitels oder 41. Kapitels bei Jeremias? Fällt mir gerade ein. Wo Jerusalem ist platt, der Tempel verkohlt, Israel, Juda im Exil in Babylon, ein Häufchen, ein paar hundert Israeliten sind übrig geblieben in der verbrannten, verkohlten Stadt Jerusalem. Und dann kommen sie auf Jeremias zu. Du, Prophet Jeremias, frag doch einmal, was wir tun sollen, ob wir nach Ägypten gehen sollen. Sie wollten nach Ägypten. In Ägypten war es schöner. Aber sie fragten, befrage doch einmal den Herrn für uns, was er von uns erwartet. Aber sie wollten von Anfang an nach Ägypten. Sie wollten nur den Segen Gottes für diese Wahrheit. Jeremias, er fragt den Ratschluss Gottes und sagt ihnen, bleibet hier im Lande unter der Herrschaft Nebukadnezars. Nein, das ist nicht die Stimme Gottes, wir gehen. Das ist, was wir machen. Wenn es nicht übereinstimmt mit unseren Plänen. Das Schlimmste an uns ist die Opposition, in die wir uns gegen Gottes Absichten verschanzen. Den Widerstand, den wir seinen Eingebungen entgegenstellen. Entweder wollen wir sie gar nicht anhören, oder wenn wir sie vernommen haben, verwerfen wir sie oder schwächen sie ab nach ihrem Empfang und beflecken sie mit tauserlei beeinträchtigenden Anhänglichkeiten. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Beichte zugehen und wir wirklich mit Hilfe der Virgo Fidelis sagen, von jetzt ab nicht mehr. Jetzt bessere ich mich in den Punkt. Dann machen wir einen entscheidenden, dann kommt der Durchbruch des Gottesreiches in unserem Leben. Und sonst nicht, sonst nicht. Sonst werden wir immer Krüppel bleiben, Zwerge. Epheser 4, glaube ich, steht, wir sollen heranwachsen zum vollen Mannesalter Christi. Wir sollen Christus erlauben, voll in uns das Maß seiner Größe, das uns vorbestimmt ist, zu erreichen. Und die meisten Menschen nach dem heiligen Petrus bleiben kleine Kinder, bleiben Kinder, Babys. Ihr müsstet schon längst feste Nahrung bekommen, aber ihr braucht immer noch Babynahrung, sagt einmal der Hebräerbrief. Nicht umsonst habe ich die Lesung von Pater Maximilian Kolbe gewählt mit der Militiae Mariae. Nicht, dass ich ein Fachmann bin, ich bin es nicht. Der Pater Stehlin wäre ein Fachmann in dem Bereich. Aber mich hat fasziniert, dass er frontal die Illuminati, die Satanisten, die Freimaurer, die Atheisten angreift. Um so etwas zu tun, muss man das Gottesreich in sich haben. Ja, kann man nicht halb sein. Genau. Dann sagt er auch sehr schön,
Der Heilige Geist ist ja der Wiederhersteller aller Dinge. Der Heilige Geist kann ersetzen, was wir vermurkst haben, kann ergänzen, was wir versäumt haben, kann wiederherstellen, was da niederliegt. Und er sagt, wir sollen bitten, um die verschuldeten Gnadenverluste wiederherzustellen. Um die Wiederherstellung der verschuldeten Gnadenverluste. Wir sollen Gott bitten, vor dem Tod alle verschuldeten Gnadenverluste wettmachen zu dürfen. Die Gnadenerleuchtungen klären sich allmählich in uns. Unserer inneren Gefügigkeit entsprechend. Und nach dem gleichen Maß entziehen sie sich uns und lassen uns in Finsternis zurück, wenn wir treulos sind. Zum Abschluss vielleicht noch ein schönes, nein, noch nicht zum Abschluss, er hat noch eine Seite. Wer von Ihnen, ich spreche im Namen meiner Mitbrüder, wer von Ihnen hat nicht einen gewissen Schrecken vor gewissen Passagen in der Heiligen Schrift, die man ganz und gar nicht versteht? Da gehört zum Beispiel zu Ezechiel 1. Ezechiel 1. Dieses merkwürdige, monströse Gefährt mit vier Felgen, mit vier Rädern, mit vier Felgen, die mit Augen besetzt sind, von Engeln getragen. Das Fortbewegungsgerät Gottes. Ezechiel 1, eine Theophanie. Und da heißt es so schön: Diese vier lebenden Wesen, diese Cherubim, sie gingen ein jeder stracks vor sich hin, wohin der Geist gehen wollte. Dahin gingen sie. Sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Das ist ein schönes Bild für die Treue einer geistgeleiteten Seele. Sie gingen ein jedes stracks vor sich hin, wohin der Geist gehen wollte. Gingen sie. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Wohin der Geist gehen wollte, dahin gingen sie. Und die Räder erhoben sich mit ihnen, denn der Geist des lebendigen Wesens war in den Rädern. Obstrus, oder? Die meisten. Der Geist ist in den Rädern. Was heißt das? Der Geist möchte bewegen. Der Geist möchte bewegen. Möchte, dass wir uns bewegen. Und zwar in die Richtung, die er uns will. Und deswegen möchte er uns jeden Morgen das Ohr öffnen, damit wir wie ein Schüler hören. Der Grund, warum manche gar spät oder nie zur Vollkommenheit gelangen, ist der, jetzt passen Sie gut auf, vor allen Dingen die Kleriker, dass man fast in allem nur der Natur und der rein menschlichen Denkweise folgt. Nur sehr wenig oder gar nicht lässt man sich vom Heiligen Geist leiten. Die meisten folgen der Natur und der rein menschlichen Denkweise. Die meisten Ordensleute, selbst wenn sie gut sind, folgen ihrer eigenen Führung und der anderen bloß der Vernunft und dem gesunden Menschenverstand. Worin manche es von ihnen gar weit gebracht haben. Diese Regel ist gut, aber sie reicht nicht aus für die christliche Vollkommenheit. Schau mir mal an, wie alt sie sind. Es gibt in der Einleitung eines Buches über den heiligen Johannes von Gott, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, sagte dieser Verfasser, es gäbe eine
es gäbe eine Grenze, eine Altersgrenze für die Vollkommenheit. Er sagt, also in der Aszese oder Mystik sei allgemein angenommen, dass das Jahr 40 die Altersgrenze ist, um die Vollkommenheit zu erreichen. Und dann sagt er, Johannes von Gott hat sich erst im 44. Jahr radikal bekehrt. Das sei eine Ausnahme. Und es tut es nicht mehr, oder? Eine Zeit lang wartet der Heilige Geist. Ob die Seele wohl in die Innerlichkeit eingehen und dort auf die Wirksamkeit der Gnade aufmerksam wird. Missbrauchen sie aber die gewährte Zeit und die ihnen angetragene Gunst, so überlässt der Heilige Geist sie schließlich sich selber und der Finsternis und Unwissenheit ihres Inneren, wie sie es selbst gewollt haben. Und sie leben weiter bei großer Gefahr für ihr Heil. Man kann in Wahrheit sagen, ich meine, das ist die beste Zeit der Kirchengeschichte, liebe Gläubige. Das waren die Zeit der Gegenreformation. In der postnachtridentinischen Zeit, wo der Jesuitenorden die besten Priester hervorgebracht hat, sagt er, man kann in Wahrheit sagen, dass nur sehr wenige sind, die sich dauernd in den Wegen Gottes aufhalten. Ich dachte, ich habe gestern Ihnen die Enttäuschung angesehen, als ich Ihnen gesagt habe über Henoch. Er wandelte mit Gott. Ja, sonst nichts. Das ist alles. Das ist das Größte, was es gibt. Mit Gott wandeln. Auf den Wegen Gottes gehen. Viele werden vom Tod überrascht und haben erst 20 Schritte getan, wo 10.000 hätten getan werden können, wenn sie sich der Führung des Heiligen Geistes anheimgestellt hätten. Es ist ein Commonplace bei den Beichtvätern. Sie hören es fast jeden Sonntag. Lieber Herr Pater, ich verrate jetzt keine Geheimnisse, keine Beichtgeheimnisse, ich nenne keine Namen. Lieber Herr Pater, ich weiß nicht, was ich beichten soll. Ich beichte immer dasselbe. Es wird nicht besser. Ja, muss das so sein? Scheint so sein zu müssen, oder? Weil es die Generalisierte, das kommt. Wir sollten jede Eingebung wie ein Wort von Gott her empfangen, ausgehend von seiner Weisheit, von seinem Erbarmen und seiner unendlichen Güte. Oder? Die heilige Bernadette sollte plötzlich anfangen, im Matsch, im Schlamm zu graben. Eine absurde Eingebung des Heiligen Geistes. Und sie hat uns die Quelle gegeben, die Quelle des heilenden Wassers. Oder auch, ich meine, wir alle haben doch irgendwo Angst, extrem zu werden. Niemand von uns möchte ein Fanatiker sein. Keiner von uns möchte es übertreiben. Und doch
Lesen Sie noch einmal, wenn Sie die Zeit haben, die Vorbereitung von Fatima. Die Vorbereitung von Fatima, wo der Engel Gottes die Kinder ausschimpft, dass sie spielen. Das heißt nicht, dass man nicht spielen darf. Aber wenn man die großen Erbarmungen Gottes haben möchte, dann soll man wie ein Verrückter beten. Sorry, wir sollen beten wie verrückt. Das ist die Pädagogie Gottes für dieses Jahrhundert, für dieses Nach-Fatima-Jahrhundert, wo ein Engel Portugals Kinder anfährt, weil sie spielen. Man nimmt es an oder man nimmt es nicht an. Auch in unseren Kreisen etabliert sich, wie damals zur Zeit des Konzils, ein Kulturkatholizismus. Ein humanistischer Katholizismus, ausgewogen, balanciert, nichts übertreiben. Man muss ja auch mit den anderen auskommen. Man akkommodiert sich immer mehr an die moderne Wissenschaft, die moderne Mode, den modernen Lebensstil. Und das ist sicherlich nicht die Führung des Heiligen Geistes.